Wir freuen uns, dass ihr von der Wahrheit an den YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns würde auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut wäre, wenn ihr unten den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreibt ihr uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Dann schickt ihr uns mal Fotos teil, Videos, vielleicht auch mal ein Zeugnis. Wir beten darum, dass all unsere Videos möchte einen Segen für uns sein. So, nun haben wir 10 Videos jünd Wiese über Ehe. So, wir möchten Ihnen ansporen, all diese 10 Videos über die Ehe zu gucken. Wir wollen doch alle eine schmacke Ehe haben, dort das fein harmonieren der Tüs, dort dort Fried ist, dort ein Frauen Gesichter sind, so dass wir können uns untereinander Mut machen, aus morgen früh in Kenia, dass wir eine schmacke Zeit in uns Eierhaus haben. Dass unsere Kenia eine schmacke Zeit haben. Weißt du, was mir sehr wichtig geworden ist in unser Eier? Und das, was Gott uns gesagt hat, dass wir sollen tun, wir sollen uns untereinander respektieren. Wir sollen den anderen immer höher teilen als uns selbst. Wir sollen uns nicht pochen. Wir sollen uns nicht grüten. Wir sollen nicht den Chef sein in unserer Familie. Wir sollen demütig sein. Wir sollen uns einander Mut machen, eine schmacke Ehe zu haben. Ehrfurcht, Respekt vor dem anderen haben. Du hast doch versprochen, das haben wir uns doch versprochen, nicht? Dass wir uns respektieren. Dass wir den anderen respektieren, so als sei oder so als er ist. Und das ist wirklich einfach. Ich will dich lieben. Das habe ich doch versprochen. Ich will dich lieben. Ich will dich lieben. Als wir uns befreien deiden, dann sage ich zu meiner Frau, ich würde erleben, solange ich leben deide, solange sie leben deide. Dort habe ich ihr versprochen. Ich will dich lieben, achten und ehren. Ich will dich hochachten, ich will dich ehren. Nicht ehren, dass du ein Gott bist für mich, aber ich will dich respektieren. Du bist eine gute Person, mit dir will ich leben, solange du leben darfst. Solange es mein Leben ist, ich will mit dir leben. Vergessen wir nicht, dass die Ehrfurcht, Respekt, der Angelpunkt der Liebe ist. Wie sollen wir uns einander respektieren? Respektieren nicht bloß die Früh, nicht bloß den Mond, sondern auch unsere Mitmenschen respektieren. Vernünftig sein heute. Gott hat uns auf diese Erde gestellt. Er hat uns ein paar Dinge hier leben lassen. Er merkt uns reid, für die Ewigkeit mit ihm zu sein. Dass wir nicht bloß mit unseren Frühtyp zu leben, unsere Kindertyp zu leben, sondern wie aus eurem Lied, wie macht ihr dort weiter, dort eine Ewigkeit kommt. Eine Ewigkeit. Meine Ehrfurcht, Respekt vor dem anderen wird ihn verwenden. Wenn du was respektiere, deine Mitmenschen, deine Früh, deine Kinder, deinen Mann, dort wird dem Ganzen verändern. Du kannst ganz dumm sein zu dir. Oder, wenn man sagt, nicht respektieren, kriegt das jeden Teil. Wenn du sagst, du bist auch mal ein armer Lump, du bist auch mal bloß dich, warum halt mir dir Fried? Mensch, wenn ich dort gewusst habe, du von Glaubenskopf bist, hat ich mich niemals mit dir befried. Wenn du so etwas dort sagst, dann wird das sehr viel Throne geben. Dann wird das sehr viel Video geben, deine Eier. Du dein Partner nicht so stark drauf teil. Viele Ehepartner haben ihre Partner gesagt, wenn ich das gewusst habe, hat ich mich niemals mit Sohn aus dir befriedet. Dort wird es nicht besser merken. Du hast dich befriedet mit dem oder mit er. So, nun musst du damit arbeiten. Und wenn du das was reicht, wenn du dem was Kompliment geben, mal loben was, dann wird es ganz anders Leute. Wenn ich meine Frau würde sagen, du bist nur bloß dich, du da würde nicht lange schaffen, dann würde ich mal die Bitte schlupfen, bemerklich. Immer, wenn ich meinen Ehepartner ehrfurchtvoll begegne, werfe ich Holz ins Feuer der Liebe. Das ist ein schmucker Spruch. Das gefällt mir sehr. Jedes Mal, wenn ein Ehepartner leuchtturig und gut und respektiere den anderen, dann darfst du Kohle
ab der Leiven ab derne. Wenn du ein Vier von Leiven hast, dann darfst du dir Kohle oder Vier ab oder Halten ab, dort die Leiven noch da brennen dort. Und dort ist was fernet, wenn die Leiven anfangen zu wachsen und wenn die Leiven dort, das ist eine Blume abgehen, dort eine feine Blume ist, dort du eine eigene feine Blume sind. Dort ist bloß sehr Schmuck. So, dort fragt mich, wenn wir so eine feine Satz haben. Interesse am anderen zeigen. Wir sollen uns Interesse wiesen an dem anderen. Und den Morgen, den Früh. Dem interessiert vielleicht ein Wort. Eine ehrliche, ungeteilte Zuwendung baut den Gesprächspartner auf. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich nach Tüß wir. Das wundert mich immer. Meine Paar, das immer um Bicycles der Räder vor dich machen, die Spätje antragen. Dann weiß ich noch, sieht meine Mama mit euren Termine Paar, kostet nicht mal die Städte Räder und die Spätje Tochlote, wird wir unseren Mathe üthand, sodass du ihn echt mal vernünftig spazieren kann. Und dann deit meine Paar, nimmt das Rad und sah das zieht, dann huckt er ihn fatal mit seiner Frau, mit meiner Mama. Dort staun mir immer. Weißt du, wo dort mir satte geblieben? Wenn ich mit meiner Frut hab satte da, zum Beispiel, nicht hier zu pochen, dort ich was gödet da, aber vielleicht die ein bisschen eine Idee geben, was man da noch kann. Hier halt muss auch anarbeiten, verlangen, auch für ein Mal. Ich versprüche meine Frau eines Tages, weißt du was, wie war mal, Samarius einen Kaffeetipp trinken, ein Numerachtipp einen Kaffee trinken. Nicht halb ein, jeder ein Kuffel voll Kaffee. Den, wo ich merke, sie recht dabei. Und das war ich da. Das hat mir halt für, weiß nicht, 10, 15 Jahre gedauert. Ich merke den Kaffee. Samarius, der war ich ein Numerach. Dann sind wir taub, dann haben wir Kaffee. Dann haben wir kein Föhn. Das Föhn haben wir da, aber das haben wir handgelegt. Das lohnt wie doch. Wenn unsere Familie uns Föhn hat, dann lohnt wir das Föhn liegen. Wenn uns eins einer Föhne sagt, man nicht, was wichtig ist, dann lädt wir das Föhn liegen. Das ist unsere 44 Minuten vor uns. Zweimal 44 Minuten. Und dann dürfen wir noch Frühstück essen, Mittag essen und Gas essen. Bloß hier auch weiter, meine Frau und ich, wir sind immer taub. Nicht so die meisten Menschen. Wenn wir unterwegs sind, wir sind 24 Stunden taub. Wenn wir zu sind, dann sind 24 Stunden taub. Wir hocken bad in der Office. Wie besser deine unsere Sache reicht. Sonst kommen wir nicht verlängern. Und das möchte ich dir auch anspannen. Der mal deinen Partner loben, der dir mal was anbieten. Und ist immer wie Honig für die Liebe. Noch einmal wollte ich das Ganze lesen. Eine ehrliche, ungeteilte Zuwendung. Ehrlich sein mit deinen Partner, die dem Töwande, dort er seine kann, hei oder er, dort er seine kann, du bist interessiert in ihm, du bist interessiert in er. So dass er weiter, dass du interessiert bist für dich. Dass du deinen Gesprächspartner kannst, Fan sein, dort ist Honig für dein Leib. Das kriegt es, wenn du Honig für Leib hast. Honig hast Seid, nicht so? Das wird Seidet für dein Leib, was die Trashigen haben. Die Liebe in der Familie verlangt das, der Leib in der Familie verlangt dort, sich dem anderen wirklich zuzuwenden und sich für seine Freunden auch zuzuwenden. Weißt du was? Der Eier, der dort verlange, dort wie uns Töwande dönen an unserem Partner. Nicht bloß 4 Stunden oder 8 Stunden mit dem Typ im Bad schlupfen gehen. Nicht bloß mit dem Typ fröstig mehrach in Unkers essen. Und dann war der Food gehen und nicht mit dem Partner zu dönen haben. Dort ist nicht so gemeint. Du ein kleines bisschen Zeit haben für dem, was du tollst zu leben lässt. Deinen Partner, der Zeit haben für dem, für arm oder für er. Nimm die Zeit. Da braucht auch nicht 10 Stunden sein. Wenn dein Partner dort sieht, dass du interessiert bist in arm oder in er, da wird dann Schmuck sein. Der wird sich freuen dort. Das kriegt es, wenn du das auch siehst, das Honig für dein Leib. Leiden oder Hobbys zu interessieren. Dein Partner hat vielleicht Hobbys, was er will denn. Vielleicht darfst du dich nicht interessieren dafür. Für die bloß mal ein Beispiel geben. Ich gleich Fotografie, ich gleich Bilder machen. Wenn wir in der Welt reisen dann, meine Frau hat mit mir Haupt, ich mache Bilder. Und sie hat dann einfach ein Bild mit. Sie sagt sich dann, Hahn, lass ein Bild. Und ich habe dann einen Raum und mache Bilder.
Dort habe ich es dort. Für die wird das vielleicht nicht Bilder sein und nicht ein Buch lesen, aber wird immer dort erst. Für sich dort mal töpte arbeiten. Dort du aus dem Partner, dort du dich interessieren für deinen Mann oder deine Frau eher ein Hobby. Vielleicht ist das auch bejagt gegangen. Vielleicht ist das auch nicht mit die Töp sein. Oder vielleicht ist das auch, wie ich einmal gesehen habe, vielleicht mit deinen Freund Töp näher gegangen, ein Mehrverein. Dann ist du dort. Wir haben alle Hobbys, nicht so? Die Grenzen des anderen sehen und anerkennen. Du nicht glaube, dass dein Mann oder deine Frau alles tun kann. Wir sind alle begrenzt. Wir können nicht alle genug tun. Okay? Akzeptieren wir daher unsere eigenen Grenzen und die Grenzen des anderen. Du und ich, wir haben auch Grenzen, die wir modern kennen. So, weil wir unsere eine Grenze auch respektieren. Dass wir wissen, dass wir nicht zu viel tun können. Aber auch die Grenze von unserem Partner. Dass wir nicht glauben, dass er alles tun kann. Es ist wesentlich an der Liebe. Ja? An den anderen nicht zu überfordern. Wir sollen den anderen nicht überfordern. Zum Beispiel, du glaubst, dein Mann kann das alle noch tun. Wenn der all dort meid ist, und du sagst, du tust das auch noch. Du tust das auch noch. Geh und dir noch die Kinder anholen. Oder was immer dort muss sein, der hat seine Grenze. Oder Mann, wenn du in ein Haus kommst, deine Frau ist vielleicht dort meid all von all ihren Kindern, was jüngere Kinder, was sie haben reingemacht. Sie haben dir geduscht. Sie haben das Essen gemacht. Dann kommst du in ein Haus und dann grumsaust noch und sagst du, kannst du noch gehen und was andere tun? Lass deine Frau doch mal sich ausruhen. Sag dir, was sie dir haben. Und früher sagt sie, die Mann haben, dann reden wir, was sie über Dach getan haben. Er oder sie muss nicht Manager werden und alles können. Du oder ich, früher der Mann, braucht nicht die Chefwort im Haus und glaube, dass wir alles tun können. Sie muss nicht Model, Meisterköchin, Lehrerin oder so sein. Wir brauchen nicht ein Model sein und glaube, dass wir alles recht können tun. Oder der beste Kekse sein im Haus, das beste Essen machen. Wir machen alle Fehler. So, wir müssen uns alle so annehmen, als wir sind. Lob deinen Partner mal für das, was er getan hat. Nimm mal einen Satz und sag, du, dort freut mich bloß gröhlich, sei, dass ich dich gefreut habe. Ich freue mich so, dass ich einen Schmocken morgen habe. Ich freue mich so, dass ich so einen Schmocken früh habe. Du bist der beste Früh, was ich jemals konnte haben. Gehört in der Welt. Du bist der beste Mann, was ich jemals habe in der Welt. Wenn wir mal die Stadt wurde, sei zu unserem Partner, da wird dann nicht besser gehen. Unser Kind muss nicht ein problemloser Fall sein. Keiner ist perfekt. Wir müssen uns annehmen, wie wir sind. Die Kinder sind auch nicht perfekt. Die haben alle Fehler. Wir haben alle Fehler. Weil wir uns so annehmen, was wir sind. Weil wir uns loben einander. Weil wir uns Mütter sprechen einander. Versuche mal, deinen Mann zu loben. Versuche mal, deine Frau zu loben. Nimm dir mal einen Satz und versuch das mal. Du wirst staunen, was dort jeder hat, wenn du wirst dir einander loben. Du deine Kinder loben, nicht verachten. Du dir loben und sage, dort ist der Geschmack, was du getan hast. Dort ist das beste Medizin, was wir unseren Kindern, unseren Eltern geben können. Da ich Gott seine Hilfe, ich habe sie was tun. Ich hoffe, dass das Video dir auch was mitgemacht hat. Und ein anderer Mütter möchte. Und ein anderer Untersporne. Mal in feinen Satz sein. Nicht rauftalen. Nicht ans Dumm sein. Sondern mal in schmocken Satz sein. Wenn du schwor ist. Geh und lauf deinen Partner mal. Und sei und fäng ut, was dort wird tun. Gott wird dich dafür sehen. Wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.